So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zielgruppe, die ja tatsächlich massiv erweitert worden ist seit dem letzten Video mit der Thematik Spiegel TV, die Hintergrundberichtrecherche, wie immer man das auch nennen möchte. Ja, erstmal vielen Dank dafür, hat ja aktuell über 12.000 Aufrufe, also kaum rapen wir mal ein paar Mainstream-Journalisten, auf einmal wollen uns Leute gucken, das hätten wir schon viel öfter machen sollen. Aber gut, man lernt ja auch dazu. Ich hoffe, dass das Knacksen im Mikrofon einigermaßen behoben ist. Das war also keine Absicht. Normalerweise ist das Mikro auch absolut zuverlässig. Das ist nämlich das, was ich bei den Einzelsendungen immer benutze. Kann eigentlich nur so sein, dass da das Kabel irgendwie geknickt war oder irgendwas. Also eigentlich dürftet ihr jetzt hier ohne Probleme den Ton empfangen. Wenn euch jemand fragt, warum das so ist, ihr erklärt das einfach, man wollte den authentischen Wehrmachtssound wieder einfangen, so für diese ganzen sinnlosen Angriffskriege, unprovoziert und ohne Grund, so wie wir es halt immer machen. Dieses Feeling wollten wir im ersten Video eben hier ein bisschen einfangen und deshalb hat das ein bisschen geknackst. Alles 100% authentisch. So, wir machen weiter. Ich habe es ja gesagt, es wird jetzt ein bisschen komplizierter, was die Videostruktur betrifft. Und wir steigen direkt ein. Ihr wisst, der Kollege hatte sein Heftchen dabei mit lauter coolen ausgedruckten Sachen. Und jetzt geht es also da knallhart weiter. Und jetzt zeigt er mir ein Motiv, das aber gar nicht von uns ist. So steigen wir jetzt ein. Und ich werde es genauso wie beim letzten Mal machen, wenn ich der Meinung sein sollte, dass man jetzt irgendwas zwingend sagen müsste, dann werde ich das Ding pausieren. Ansonsten lassen wir laufen. Das war bei Ihnen auf der Webseite. Nein. Aryan Warrior? Mhm. Bin ich mir relativ sicher, dass es bei Ihnen auf der Webseite ist. Dann liegen Sie falsch. Oder er hat es als Ansgar Aryan beworben bei Ihnen. Das, wenn es er bei, dann hat es er falsch rein, aber das ist nicht von uns. Okay. Das ist aber von Ihnen. Das ist von uns, ja. Haben Sie das hier, das Shirt? Das liegt, nee, das habe ich nicht hier. Das ist eins, das wir selber drucken. Wir versuchen ja relativ viel in Deutschland machen zu lassen. Ich habe das jetzt nicht da liegen, ja. Also 88 Industries. Genau, ja. 88. Ja. Bekannter Code für Heil Hitler. Szene. Das ist ein Szenemotiv, ja. Also heißt es Heil Hitler? 88 Industries, wenn Sie das so übersetzen wollen, das ist wie gesagt ein Szenemotiv. Das heißt, steht da drüber, trust no one, also darf man auch den nicht dran, das muss man immer alles, wie gesagt, das ist ein Szenemotiv, ich bekenne mich zu einigen Motiven hier nicht. Die Sie selber vertreiben? Die wir selber vertreiben, ja. Stehen Sie nicht dahinter dann? Hinterm Ku Klux Klan ist nicht mein Ding, interessiert mich nicht, aber es ist halt Szenemotiv, gibt Leute, die es gut finden und ist soweit in Ordnung. Genau, da haben Sie es doch schon. Haben Sie das hier? Aber das haben wir da, ja, aber das ist wie gesagt kein politisches Motiv, das ist ein Szenemotiv. Also auch hier wieder das Gespräch zwecks Szene und was jetzt ernsthaft politische Komponente ist, nenne ich es jetzt mal. Und da gibt es eben Unterschiede. Wenn ihr euch an Macht und Ärger Geschichten aus den 90ern erinnert, das ist halt eben nicht ernsthaft, oder ich hoffe es zumindest, das ist halt eher Provokation und halt keine realpolitische Aussage, die man wirklich umsetzen will. Das ist halt einfach so. Und das Gleiche gilt eben bei so klaren Geschichten, die irgendwo vertrieben werden oder irgendwelchen, keine Ahnung, ausufernden Gewaltfantasien. Das ist halt Szene. Und ich habe das dem mehrfach erklärt, auch bezüglich Yakuza und so weiter und so fort. Habt ihr ja das letzte Mal gehört. Gleiches ist es beim Gangster-Rap-Thema und auch nicht zuletzt auch bei den Linken, die ja auch mit Nazis boxen und so jetzt nicht unbedingt, ich nenne es jetzt mal realpolitische Aussagen daraus knallen auf ihren Shirts. Und in dem Kontext muss man eben auch so KKK-Motive sehen. Und ich versuche das dem jetzt noch ein bisschen weiter zu erklären, natürlich mit überschaubarem Erfolg, aber das wird euch wahrscheinlich nicht wundern. Das ist genauso wie der EMP, der irgendwelche Bands verkauft, die ihr vielleicht selber scheiße findet, aber... Können wir ja gleich mal drüber diskutieren, wenn Sie uns das zeigen. Ja, klar. So, jetzt muss ich mal schauen, wo sind wir denn? Gehen wir da wieder nach hinten, oder? So, im Endeffekt ist das ein Star Wars Motiv, wo hier eigentlich Darth Vader steht und so. Und eigentlich heißt es Join the Empire.
In diesem Fall heißt es schon, den Invisible Empire muss man so auch mit einem gewissen Augenzwinkern sehen. Ku Klux Klan mit Maschinengewehren. Genau, das sollten die Stormtrooper sein aus dem Star Wars Film. Und ja, genau. Also eine eindeutig rassistische Organisation, die hier verherrlicht wird. Auf diesem Shirt, das ein Szene-Shirt ist, ist das so, ja. Es gibt auch, wie gesagt, Leute, die gerne mit dem roten Stern rum. Gibt's genauso. Aber das finden Sie nicht problematisch, wenn das... Mein Ding ist es nicht. Also ich habe mit Clown-Zeug, das ist mir ehrlich gesagt mir zu abgespaced, das ist nicht mein Ding. Aber die ganze christliche Komponente, ich bin ja ein relativer Atheist eigentlich, von dem her... Aber Geld verdienen damit, das wollen Sie schon. Wie gesagt, das ist ein Szenemotiv, das wird nachgefragt. Jemand anders macht's nicht. Das heißt, jemand anders macht es nicht. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die das aus unserer Szene halt irgendwo auch machen. Und, aber ist jetzt nicht mein Ding. Wenn jemand sagt, das findet er gut, von mir aus. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist eine Szenemarke. Gilt das gleiche wie nach Frankreich nur auf Ketten. Das ist, wie gesagt, auch der Gag, die Gag-Komponente aus Star Wars mit dabei. Aber ich habe damit so nichts zu tun. Nur Afroamerikaner, die gelitten haben und dann Ku Klux Klan, die finden das wahrscheinlich weniger lustig. Ne? Ja, die müssen sie ja nicht kaufen. Oder nicht unterstützen. Als, um diese Leute verächtlich zu machen. Es gibt ja wenn sie mal in Südafrika, was da momentan gefordert wird, dass man die weißen Leute enteignet, die Weißen finden es auch nicht gut. Aber so ist es im Leben. Wenn jemand damit ein Problem hat, dann kann er ja wegschauen. Oder sagen, will ich nichts damit zu tun haben, distanziere ich mich davon. Ist ja kein Problem. Ich muss auch. Können Sie sich sicher sein, wenn ich durch Nürnberg, durch die Innenstadt gehe, gibt es auch einige Sachen, die mir nicht gefallen, aber so ist es halt. Muss man ein bisschen weltoffen, tolerant bleiben und dann geht das. Genau. Also wie gesagt, wenn Leute hier mit gegen Nazis, gibt Aufkleber, wo du glaubst, ich bin Hurensohn und so weiter, mein Gott, scheiß drauf. Also es interessiert mich nicht. Ich weiß ja auch, was Sie wieder berichten werden, das muss ich auch durch. Das ist halt so. Und genauso müssen die durch so ein Motiv, das ist nicht verboten. Das ist anwaltlich geprüft und von dem her von der Meinungsfreiheit gedeckt, weiß ich gar nicht, was Sie da für ein Problem damit haben. Sie sind ja auch für Meinungsfreiheit oder sind Sie gegen Meinungsfreiheit? Natürlich für Meinungsfreiheit. Na, sehen Sie, dann dürfen Sie damit auch kein Problem haben. Haben Sie denn vielleicht ein Produkt, das Ihnen besonders am Herzen liegt hier oder irgendwas, was Sie besonders gelungen finden als Mitglied? Was ich besonders. Ja, eigentlich die Jacke war direkt von mir selber, die hatten wir ja schon. Was direkt von mir ist. Ja, ich kann Ihnen, aber das wird Ihnen auch wieder nicht gefallen. Kann ich Ihnen geil sagen, da werden Sie auch wieder einen Schock kriegen wahrscheinlich. Zeigen wir Ihnen mal das hier. Das ist auch nochmal, das ist quasi auch wieder Szenemotiv, auch wieder historisch. Küstenwache. Und dann eben die Invasion der Alliierten. Also das soll einen gefallenen amerikanischen Soldaten wahrscheinlich darstellen. Hier den Helm zumindest, ja. Also das ist eins. Der Gag ist halt hier Küstenwache. Es gibt da ein anderes Shirt, da heißt Baden verboten, dann eben mit diesem Omaha Beach. Aber wie gesagt, das ist Provokation, das hat jetzt keine politische Komponente in dem Sinne. Aber das ist eine Szenemarke. Würden Sie denn zustimmen, dass es auch eine Befreiung war für Deutschland? Gut, das ist das Problem, ist genauso wieder wie mit Königen und Diktatoren. Wenn das Ding anders ausgeht, dann sind wir. Das Gute an den Kriegen ist immer, es gewinnen fast immer die Guten, weil die schreiben im Nachgang danach immer die Geschichtsbücher und da wird dann schon dafür gesorgt, dass am Ende die Guten gewinnen. Da sagt ja keiner hier, wir sind die bösen Jungs und jetzt haben wir gewonnen. Das gibt es ja in der Realität kaum. Ich würde mich gern vom Gegenteil überzeugen. Von dem her, wenn das jetzt andersrum ausgegangen wäre, dann würde heute hier nicht Tag der Befreiung und so weiter hier stehen und auch der Meister, es wird halt was anderes stehen. Von dem her, das ist eine rein subjektive. Mehr wahrscheinlich in Europa. Das ist eine Hypothese von Ihnen, das weiß ich nicht. Wenn Sie das so sehen, also wenn KZs befreit werden, wo Millionen gestorben sind, wo Hunderttausende noch gelitten haben, ja, dann ist das doch schon eine Befreiung, oder? Wenn das so war, ist es eine Befreiung, ja. Glauben Sie nicht, dass es so war? Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich kann jedem empfehlen, sich das durchzulesen, durchzugucken. Es wurden auch Deutsche in KZs in Indien und so weiter inhaftiert, weil das nach Haager Landkriegsordnung eigentlich Usus ist, dass man die Staatsbürger von verfeindeten Nationen eben interniert, damit da keine Geheimnisweitergabe und so weiter erfolgt. Also das ist, aber wie gesagt, ich war da nicht dabei. Sie fragen mich Sachen, wo ich Ihnen keine dezidierte Antwort darauf geben kann. Ich darf doch als rechtsextremer Aktivist, der Sie sind, bin ich ja nicht, ich bin normal. Dass Sie sich mit der Geschichte mal auseinandergesetzt haben, dass Sie sich mal informiert haben über die Wannsee-Konferenz, über die Angriffskriege, über den Russlandfeld und was da so alles passiert ist. Ja, wie gesagt, ich habe mich natürlich informiert. Mhm. Und es gibt verschiedene... Was heißt Sie gut? Nein, habe ich das gesagt? Krieg ist nie gut, aber es ist halt Fakt, dass es welche gibt. Es gibt auch heute welche, die muss ich ja nicht gut finden. Aber es gibt auch Familienstreitigkeiten, finde ich auch nicht gut, aber gibt es trotzdem. Es gibt viele Sachen, die ich nicht gut finde, aber die halt einfach passieren, weil wir alle Menschen sind. Und da gibt es halt rein bei rein. Das
Ich glaube, kaum etwas hat so große Kontinuität wie Kriege oder Konflikte in der Menschheitsgeschichte. Die gibt es ja auch im Tierreich, also Rudelkämpfe und was weiß ich. Also das ist nicht schön, aber es passiert. Und ob ich das dann gut finde oder nicht, ich finde es natürlich nicht gut, aber was soll ich machen? Ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht verhindern und werde es auch zukünftig nicht verhindern. Ja, weil sie immer wieder anspielen auf Braunau, auf Hakenkreuz. Nee, da spielen sie gerade an. Naja, mit ihren Shirts und mit den Logos. Ich habe es ihnen vorhin erklärt, das Hakenkreuz ist eine Verarsche von dem linken Motiv. Straight Outta Braunau ist eine Verarsche vom Motiv Straight Outta Compton. Was sie dann da reininterpretieren, das ist ja ihre Angelegenheit. Aber ich, wie gesagt, ich habe mit Adolf Hitler nichts zu tun. Der interessiert mich auch nicht, weil der heute keine Rolle spielt bei mir, in meinem persönlichen Weltbild. Was soll ich über den Mann sagen? Eine große Identifikationsfigur in der rechten Szene, das würden wir doch wahrscheinlich auch zugeben. Das weiß ich nicht. Bei mir, wie gesagt, für mich spielt der keine größere Rolle. Das ist. Was hat er denn gut gemacht? Die Frage haben sie mir vor 5 Jahren schon gestellt. Der Staat hat auf jeden Fall funktioniert und es ist nicht, glaube keine No-Go-Areas. Also ein Beispiel. Also so, da wäre natürlich jetzt eine deutlich bessere Antwort möglich gewesen. Also das war wahrscheinlich die schlechteste Antwort, die ich in dem kompletten Gespräch gegeben habe. Hier wäre natürlich jetzt gut gewesen, so mal als Tipp im Nachgang. Hier hätte man sagen können, naja, also in den 30ern sind auf jeden Fall Kinder nicht zerstückelt irgendwo im Mülleimer aufgefunden worden. Also dass man das eher wirklich auf Sachen bezieht, die wirklich die kompletten BRD-Auswüchse sind. Das hätte man da besser machen können. Ich habe jetzt die Geschichte mit den No-Go-Areas eben aufgegriffen. Habe da aber natürlich No-Go-Areas für Deutsche gemeint. Habe ich so nicht gesagt, aber es war natürlich klar. No-Go-Areas heute sind ja nicht die Fantasie-No-Go-Areas von Spiegel TV irgendwo in der sächsischen Schweiz oder so, wo man sich als Ausländer nicht hintrauen darf. Sowas gibt es ja in der Realität nicht. Sondern es sind schon die No-Go-Areas in Neukölln, Marxloh und Co. Und jetzt mache ich es ihm natürlich da relativ einfach, Folgendes zu sagen. Ach, als Jude gab es keine No-Go-Areas. Als Jude weiß ich nicht. Lange Zeit ging auch das gut. Also wäre mir jetzt neu, dass da 1933, 34 hier schon No-Go-Areas oder irgendwas existiert haben. Dass die systematisch vernichtet wurden, dass es da KZs gab. KZs gab es, ja. Dass es Auschwitz gab. Das gab es auch. Wo Juden vergast wurden. Das weiß ich nicht. Das würden Sie sagen, es gab also keine No-Go-Areas. Also das finde ich... Ja, es gab genauso No-Go-Areas für Deutsche in anderen Ländern. Wie gesagt, aber ist das die Schuld von Hitler oder ist das die Schuld von dem Geschichtsverlauf? Ich habe es Ihnen vorhin erklärt, zu Kriegen gehören immer zwei. Es gehören immer mehrere Leute dazu, die sowas ausgerotteln. Warum hat denn Russland keiner einen Krieg erklärt? Die haben auch halt Polen... Polen ist ja geteilt worden. Von dem her, ja, warum erklärt denn keiner Russland den Krieg? Warum war das okay und das, was Hitler gemacht hat, nicht? Ja, kann man natürlich nie. Wir haben das im Nachgang vergessen, da nochmal nachzuhaken. Da hätte ich nämlich liebend gerne die Erklärung vom Kollegen von Spiegel TV gehört, warum denn bei der Zangenbewegung zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, was Polen betraf, dann nur dem Deutschen Reich der Krieg erklärt wurde. Das hätte mich brennend interessiert. Wir haben es im Nachgang leider vergessen, da nochmal drauf einzuwirken. Aber das nur als kleine Nebenanekdote. Frauen und Kinder deportieren, in Züge stopfen. Wir waren auch schon beim Krieg. Wir waren gerade beim Holocaust. Wir waren bei No-Go-Areas. Okay, ja. Also, deswegen kommen wir zum Holocaust. Ja. Wenn sie Frauen und Kinder vergasen. Ich vergaß gar niemanden. Und foltern. So, das finden sie irgendwie nicht menschenverachtend. Das doch, sie wenn das... Natürlich. Aber ich habe Ihnen doch vorhin gesagt, ich distanziere mich von jedem Verbrechen, das da stattgefunden hat. Was soll ich da mehr sagen? Ich kann jetzt auf Knien rutschen und um Vergebung betteln, aber das hilft denen jetzt auch nichts mehr. Na, Sie sagten eben, es herrsche Zucht und Ordnung da im Dritten Reich. Es gab das habe ich nicht gesagt. Sie haben mich gefragt, was hat er gut gemacht. Ich habe gesagt, es der Staat hat funktioniert. Für Deutsche nicht? Nee, das habe ich gesagt. Für Deutsche, ja. Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Haben da weniger Glück. Haben heute auch. Das ist tragisch, aber so ist es auf der Welt. In Südafrika gibt es jetzt No-Go-Areas für Weiße, finde ich auch nicht gut. Ich fand auch das nicht gut, dass es No-Go-Areas für, wenn das so war, ich war nicht dabei, keine Ahnung, wenn es da No-Go-Areas für Juden gegeben hat und die nichts getan haben, unschuldig waren und da irgendwo massakriert oder sonst was waren sind, da distanziere ich mich natürlich davon. Ist doch klar. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Genauso bei Homosexuellen oder politisch Andersdenkenden. Ja, wenn die Unschuldige, jeder Unschuldige, der irgendwie nur, weil er jetzt irgendwas ist, passiert uns auch, wir werden auch diskriminiert. Klar.
Aber das juckt sie auch nicht. Es werden tagtäglich, wenn irgendwo nationale Leute, werden die Autos angezündet oder irgendwo die Steine in irgendeine Fensterscheibe reingeschmissen. Ist ihnen doch auch egal. Und genauso war es damals eben den Leuten egal, was mit anderen Leuten passiert. Das ist halt, aber das ist menschlich und normal. Also das ist... Das ist für sie vergleichbar, was sie hier in Deutschland jetzt erleben. Damals, das kann ich nicht sagen, weil ich damals nicht dabei war. Natürlich, man entwickelt sich ja weiter. Damals gab es einfach Massenerschießungen. Früher hat man die am Scheiterhaufen gestellt, weil es irgendwelche Hexen waren angeblich. Das ist ja, also im Dritten Reich ist keiner auf den Scheiterhaufen gekommen. Beim KKK werden irgendwie Kreuze angezündet, keine Ahnung. Das ist aber ja immer im zeitgeistlichen Kontext zu sehen. Heutzutage wird man halt wirtschaftlich und finanziell und sozial geächtet. Das ist halt heute der Move, den man halt so macht, in der Hoffnung, uns halt aus der Gesellschaft irgendwie auszuschließen, ohne dass man uns jetzt größeren psychischen, physischen Schaden eben zukommen lässt, staatlicherseits. Was wäre denn, also wie gesagt, Sie sind ja auch politisch aktiv, was wären denn die ersten Maßnahmen, die Sie hier treffen würden, wenn Sie wirklich mal in politischer Verantwortung wären? Das ist eine gute Frage. Also natürlich muss man das alles, wir müssen bedenken, wir haben ja jetzt hier eine lange Zeit Bundesrepublik Deutschland dann gehabt. Das wird nicht von heute auf morgen alles anders. Also in erster Linie würden wir uns mal einarbeiten in die Thematiken und dann müsste man halt schauen, wo man dann die Weichen eben anders stellt. Also natürlich muss Recht und Gesetz in allererster Linie mal wieder durchgeführt werden. Das heißt, die Leute, die hier ausreisepflichtig sind, die müssen ausreisen, sonst müssen ja Steuerpflichtige keine Steuern mehr zahlen. Und dann muss man das natürlich sehen, wie das dann eben weiterläuft. Also in erster Linie muss man eigentlich am Gesetz wieder eingehalten werden. Und das steht ja felsenfest, das haben uns ja wieder nicht ausgedacht, sondern Gesetze bestehen ja. Und die müssen erstmal wieder umgesetzt werden. Das heißt, es geht gar nicht darum, was wir dann machen würden, sondern wir müssen erstmal das machen, was die jetzigen Leute, die behaupten, sie machen es, nicht machen. Also sie werden dann auch wieder Meinungsfreiheit. So gut Gesetz bekennen, wenn das so umgesetzt würde, wie es drinnen steht, ist das keine schlechte Sache, ja. Da habe ich natürlich jetzt knallhart unterbrochen, weil ich wollte da gerade auf Paragraph 86 und Co. Eben eingehen, aber da hat er mir jetzt knallhart dazwischen gefahren und jetzt im Nachgang, also er fragt jetzt dann nochmal welche Paragraphen, dann bin ich wieder völlig wieder ein bisschen fadenvoll. Also ist mir das nicht mehr eingefallen, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Also das ist jetzt wenig drin, wo ich sage, das ist jetzt völlig absurd oder so. Da gibt es wahrscheinlich viele in der Rechenszene, die da anders. Ja gut, bei ein paar Paragraphen muss man natürlich drüber reden, klar. Zum Beispiel? Na ja gut, es gibt den 146 jetzt zum Beispiel mit Verfassung, dass die abgestimmt werden müsste, dass quasi dieses Grundgesetz nur eine Verordnung der Alliierten für Deutschland ist. Da müsste man halt dann zum Beispiel gucken. Ich weiß nicht, auf welche Paragraphen spielen Sie jetzt an? Ich weiß nicht, also ich frage Sie. Nee, gut. Vielleicht haben Sie irgendeinen, wenn Sie sagen, die rechte Szene sieht es anders, weiß ich nicht. Haben Sie da irgendein Beispiel? Meinungsfreiheit. So, das fehlt jetzt leider. Da hat nämlich der Kollege die Kamera tatsächlich neu laden müssen. Deshalb war hier also jetzt hier diese Meinungsfreiheitsdiskussion, die fehlt jetzt quasi. Aber ihr könnt euch ja denken, wie das gelaufen ist. Wir steigen mit dem Video jetzt neu ein und schauen wir mal, um was es jetzt ging. Das geht jetzt auch nur eine Minute lang. Wissen Sie ja. Würden Sie aber umgekehrt dann gelten Würde ich lassen. Natürlich. Ja. In jeder Hinsicht. In jeder Uneingeschränkt. Hinsicht. Ja gut, es darf natürlich keine Aufforderung zu Straftaten sein, aber eine Meinung, wir haben ja von den Aufgeber liegen, keine Meinung ist illegal und das ist meine Meinung, ja. Und das Zeigen und Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole zum Beispiel. Interessiert mich nicht, muss man wegschauen. Das wird alles, aus meiner Sicht müsste das geändert werden, ja. Also es darf sowohl einer einen roten Stern zeigen oder haben wir uns sicher, genauso wie Leute irgendwelche anderen Sachen zeigen dürften. Wer da ein Problem damit hat, wie gesagt, muss woanders hingucken. So ist es im Leben. Haben Sie denn gerade aktuell irgendwelche Bestellungen, die hier fertig gemacht werden müssen? Ich habe zwei Nachsendungen, hätte ich, die man mal schnell machen könnten. Also ich bitte Sie übrigens, also die Rechnungsadressen natürlich nicht zu filmen. Ich habe jetzt was drüber gelegt. Also das können wir schon schnell machen. Ja, da will er mal jetzt beim Einpacken zuschauen, warum auch immer. Also es ist relativ langweilig jetzt. Auch der nächste Clip ist jetzt nichts Besonderes da. Tüte ich jetzt das ein bisschen ein und verschicke das dann. Aber wir lassen es mal laufen. Ihr habt ja jetzt die zweite Hälfte von dieser Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit habt ihr ja noch gesehen. Also da ist ja nochmal im Endeffekt alles Wichtige drin gewesen. Das ist ähnlich, wie es im Mainstream-Handel auch ist. Also da ist eigentlich kaum. Ist bei uns auch nicht anders. 10, 20, 100. Wie viel kommt man am Tag rein? 10 im Schnitt vielleicht. Also, aber jetzt völlig ohne Gewähr. Also es können auch durchaus mehr sein. Oder auch wenige, gab es alles schon. Das machen Sie dann hier fertig? Genau, das wird dann verschickt.
Also. Wo kommt das? Also, das wird dann, den Prozess zu verstehen. Na gut, der Prozess ist relativ einfach, es wird eingepackt und versendet. Mehr Prozess ist da nicht. Also, ich weiß nicht, wo hier der spannende Prozess ist. Also, wir machen jetzt mal ihn hier. Kommt jetzt hier rein. Ich kann es natürlich nicht offen verschicken, deshalb muss ich zugeben. So. Das machen wir jetzt hier so und wir können ja den mal durchmachen, wenn das irgendwie spannend ist. Dann gehen wir mal nach vorne. Also, mal schauen, wie der Computer schießt, der Kollege. Dann schickt man dem sein Shirt nach. Was ist denn der Name? So, jetzt sind wir sehr viel so. Und dann. Prüfen wir nochmal, ob die Adresse und alles stimmt. Und dann kommen wir da schon vorwärts, würde ich sagen. Dann gehen wir zum Drucker. Hier schalten. Es ist halt jetzt hier ultra langweilige Scheiße, aber es ist gleich vorbei. Keine Ahnung, also ich. Ging mir auch nicht ganz ein, warum das jetzt gezeigt oder warum das gefilmt werden musste. Kam ja auch im Bericht nicht vor, wie ich einen Brief zumache und ein Aufkleber-Etikett drucke, aber gut. Das ist eigentlich nicht so spannend, aber würde ich. Dann kleben wir das auf und dann ist es theoretisch abholbereit. Und das geht jeden Tag raus, oder wie? Wir probieren es. Wird halt dann irgendwann geholt und dann geht es auf den Weg, ja. Und die Verwaltung macht der Kollege? Was verstehen Sie unter Verwaltung? Naja, Sie meinten ja steuerrechtliche Geschichten. Ja, wir haben auch eine Steuerberaterin, aber Zuarbeit und so, das, oder Rechnungsprüfung und solche Geschichten macht. In der Vorarbeit auch der Kollege. Ja. Und hier in der Nachbarschaft steht jetzt kein Schild irgendwie an der Tür. Was da vorne im Fenster hängt schon was drin, aber. Probleme hatten Sie aber hier noch nie? Nee. Weder von Nachbarn. Die lernen uns ja in echt kennen und die werden ja dann merken, dass wir ganz normal sind. Natürlich mittlerweile auch sehr viele Sympathisanten, die ja miterleben, was aus Deutschland wird und da auch keinen Bock drauf haben. Von dem her ist das. Nicht allzu schwer. Hm. Okay. Ich habe nochmal nachgelesen, Sie sind ja auch vorbestraft wegen des Zeigens. Das ist leider richtig, ja. Des Zeigens des Hitlergrußes. Des deutschen Grußes, ja. Ja, weil Sie eben sagten, naja, mit Hitler haben Sie nichts am Hut. Ja, haben Sie denn auch das gesehen, in welchem Zusammenhang das war? In Ihrer Show. Um was ging es da? Erklären Sie es mir. Es war eine Demo in Essen von muslimischen Mitbürgern, nenne ich es mal, gegen Israel, die da den Hitlergruß gezeigt haben und eben Adolf Hitler und Co. gerufen haben, um das ging es. Und ich habe in meiner vielleicht Naivität habe ich mich auf das berufen, dass man eben zu dokumentarischen Zwecken ja auch Hakenkreuze und Co. zeigen dürfte, ist ja in der Schule auch so, und habe das eben, ich mache es jetzt nicht, nachgemacht und deshalb bin ich für, ja, obwohl ich jetzt Ersttäter war, normalerweise kriegt man eine Einstellung mit Geldauflage. Bei mir ist so gemacht worden, das hat er der Anwalt im Hintergrund so erfahren, dass das auf keinen Fall gemacht werden darf. Also er hat sich mit dem Staatsanwalt zum Rechtsgespräch zurückgezogen gehabt. Also es ging irgendwie darum, mich zu verurteilen. Normalerweise ist sowas Kinderkacke. Für meine Dämlichkeit müsste ich halt dann, was ich, 2000 Euro zahlen, wäre mir egal gewesen. Aber vorbestraft wird man dadurch eigentlich nicht. Bin ich ja erstinstanzlich nicht geworden. Ich habe dann gesagt, das ist viel zu viel. Also die wollten ja da 6000 Euro oder irgendwas dafür haben. Bin dann in die zweite Instanz gegangen und bin dann sogar noch zu noch mehr verurteilt worden. Und ja. Wie gesagt, das war jetzt kein Ruhmesblatt meiner Geschichte, aber es war kein Gruß zu Hitler oder irgendwas, sondern es ging um die Geschichte in Essen. Ja, also auch hier, ihr kennt ja die Story, die ging ja dann weiter, dass wir auch eine Verfassungsbeschwerde diesbezüglich eingereicht haben. Die wurde dann einfach nicht bearbeitet, also es wurde als ungelesen gelöscht, mehr oder weniger, also wurde halt nicht angenommen.
Und ja, was soll man sagen? Jeder, der das Video kennt, weiß, dass es da nicht um Hitler oder um irgendwas ging, sondern ich habe halt in meiner vielleicht ein bisschen Doofheit damals geglaubt, hier, wenn da im Gesetzestext drin steht, zu dokumentarischen Zwecken im Zuge einer Berichterstattung dürfen, ja, nennen wir es mal Symbole und Handzeichen, die eigentlich unter 86 auffallen, gezeigt werden. Ich habe gedacht, das gilt tatsächlich, aber gilt natürlich nur, wenn man nicht bei uns tätig ist. Mal ein Video, jeder, der sich das angucken will, das haben wir ins Netz gestellt, da kann sich das gerne anschauen. Das war auch wieder nicht ernst gemeint. Das war ernst gemeint im Sinne der Demonstration in Essen, ja. Dass sie das einfach nachmachen. Das war ernst gemeint, ja, das nachmachen. Natürlich. Ich habe es ja vorhin gesagt. Sonst könnte ich mich ja immer hinstellen und das so machen. Es ging ja nur um diese Thematik. Oder haben Sie mich schon so oft gesehen mit dem ausgestreckten Arm? Na, Sie machen ja zumindest zu Beginn der Sendung immer sowas Ähnliches mit der Faust. Naja, seit mehreren Jahren aber schon nicht mehr. Das war in den Live-Sendungen war das so. Ja, mit der Faust. Ja. Soll ja auch die Fahne ja ein bisschen hindeuten. Ja. Und das war das eine Anspielung auf den deutschen Gruß? Oder war das... Ja, also Faustheben, weiß ich nicht, ob das eine Anspielung war. Da wäre ja alles, was irgendwie ausgestreckt ist, eine Anspielung auf den deutschen Gruß. Das müssen Sie mal einen Schiedsrichter beim Fußball sagen. Das werde Ihnen das nicht so gut finden. Also es war keine Anspielung auf den deutschen Gruß. Das ist halt einfach die Faust. Und die gibt es in verschiedensten Variationen. Zum Beispiel die Black Power Faust ist Ihnen vielleicht bekannt. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf deutschen Gruß ist. Ich denke eher nicht. Okay, vielleicht können wir zum Schluss noch ein paar einfach Aufnahmen von Ihnen machen hier im Lager. So, da will der Kollege jetzt dann noch ein paar Aufnahmen machen und damit ist dann eigentlich Teil 2 dieser Geschichte abgeschlossen. Es wird, wie gesagt, noch einen dritten Teil geben, wo dann so die Resteverwertung am Schluss noch in ein Video gepackt wird. Also es ging ganz munter weiter. Ich bin gespannt, wie viele Aufrufe dieses Video jetzt bekommen wird. Alle diejenigen, die das Video 1 verbreitet haben, die dafür gesorgt haben, dass das eine möglichst hohe Reichweite bekommt. Vielen Dank schon mal. Ihr dürft es hier gerne wieder machen. Und ansonsten gilt für diese zweite Ausgabe das gleiche wie für die erste. Schreibt mal drunter, was ihr denn besser machen könnt, was war jetzt vielleicht nicht so gut. Wie habt ihr das im Allgemeinen gefunden? Ich habe ja auch ein paar kritische Kommentare beim letzten Mal bekommen. Ihr müsst halt immer bedenken, ihr seid da wirklich 2,5 Stunden mit den Kollegen im Zwiegespräch und dass da nicht alles 1000% ideal ist. Das dürfte klar sein. Es geht mir in erster Linie mal darum, dass man uns hier nicht, dass man nicht irgendwas findet, wo man uns jetzt dann im Nachgang als die kompletten Honks hinstellen kann. Und das ist definitiv nicht passiert, weder in Teil 1 noch in Teil 2 noch in Teil 3, das kann ich euch versichern. Aber dass man im Nachgang natürlich sagen kann, hier, man hätte dies oder einiges, diese oder eine andere Sache vielleicht ein bisschen besser beantworten können, das ist klar. Aber ich denke mal, der Grundschnitt der Antworten, der war jetzt relativ gut und... Ja, es ist natürlich jeder eingeladen, sich so weit zu schulen, dass er das im Idealfall noch besser hinkriegt, als ich jetzt hier bei dieser Geschichte. Und ja, ansonsten bin ich jetzt hier raus. Danke wie immer fürs Zugucken, liken, teilen, kommentieren und wir sehen uns spätestens bei Teil 3 nächste Woche wahrscheinlich. Wird aber natürlich auch ein paar weitere Videos von uns geben. Unter anderem ist Politik Spezial angesetzt am Sonntag, also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. So, jetzt aber wirklich, ich bin weg. Bis demnächst.